Aber wie wirken sich kleine, aber permanente Strahlendosen auf unsere Gesundheit aus? Das ist ja bis heute nicht sicher geklärt. Und während nun Generationen von Menschen in Goa leben und anderswo mit den strahlenden Altlasten leben müssen, sind sich andere Staaten immer noch nicht einig, was den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft betrifft. Nehmen wir die Schweiz. Die Kernkraftwerke produzieren dort 40% des Stroms. Nur mal so zum Vergleich, in Deutschland sind es rund 20%. Nun hatte die Schweizer Bundesregierung im Mai beschlossen, dass die 5 Schweizer Atomkraftwerke bis zum Jahr 2035 schrittweise vom Netz sollen. Allerdings hat der Ständerat noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist die kleinste Parlamentskammer der Schweiz. Und diese wichtige Abstimmung, die soll dort am Mittwoch stattfinden. Das Ergebnis ist allerdings noch völlig offen, denn unklar ist, wie die Schweiz einen Atomausstieg überhaupt bewerkstelligen will. Am meisten Atomstrom produziert das jüngste der Schweizer Kernkraftwerke, das KKW Leibstadt. Pro Jahr 8,7 Terawattstunden. Fast gleich viel Strom kommt aus dem Werk Gösgen. Mühleberg speist jedes Jahr 3 Terawattstunden ins Netz. Und die beiden ältesten Anlagen in Betznau leisten gemeinsam pro Jahr 6 Terawattstunden. Zusammengerechnet produzieren die 5 Schweizer Kernanlagen 25 Terawattstunden Strom. Hinzu kommt importierter Atomstrom aus Frankreich. Bei einem allfälligen Atomausstieg werden im Jahr 2035 40,4 Terawattstunden Strom fehlen. Eine gigantische Stromlücke. Über 40 Milliarden Kilowattstunden groß. Im Auftrag des Schweizer Bundesamtes für Energie hat die Beratungsfirma Prognos 63 verschiedene Energieszenarien durchgerechnet. Einfach wird es nicht, die riesige Stromlücke zu füllen. Das stellt Energiefachfrau Almut Kirchner klar. Patentrezepte gibt es nicht, sondern es gibt sehr, sehr viele Beiträge aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Es wird anstrengend, aber nicht unmöglich. Die Schweiz ist ein Wasserschloss. Knapp 60% des Gesamtstromverbrauchs stammt aus der Wasserkraft. Die sogenannte Bandenergie kommt heute noch zusammen mit Atomstrom aus Flusskraftwerken. Sie können den Stromverbrauch aber nicht über das ganze Jahr decken. Die Stauseen der Alpen speichern deshalb im Frühling und Sommer Wasser. Erst im Winter, wenn der Stromverbrauch besonders hoch ist, wird damit Strom produziert. Pumpspeicherkraftwerke pumpen in der Nacht, wenn der Strom günstig ist, Wasser in höher gelegene Seen. Mit diesem Wasser wird dann während der Spitzenzeit am Mittag oder Abend Strom produziert. Zusätzlich 5 Terawattstunden will der Bund pro Jahr aus der Großwasserkraft herausholen. Rund 7 sind es, wenn man die Kleinkraftwerke dazu rechnet. Das Ziel sei ehrgeizig, aber erreichbar, findet Roger Pfammerter vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband. Konkret heißt das, dass viel von Konkret hätte dies Konsequenzen. Viele der interessanten Erweiterungsprojekte liegen im Alpenraum. Und die meisten dieser Gebiete sind durch Schutzbestimmungen belegt. Hier müsste man pragmatische Lösungen finden. Der Nutzen ist nicht prinzipiell ausgeschlossen. Es ist durchaus eine Frage des Willens. Man könnte zum Beispiel interessante Gebiete auszonen und sie für die Nutzung der Wasserkraft verfügbar machen. Veränderungen in der Landschaft sind die eine Seite, die Effizienz von neuen Kraftwerken die andere. Anton Schleiß forscht im Wasserkraftlabor der EPF Lausanne an der Kraftwerkstechnik von morgen. Auch für ihn steht fest, nur mit einer Kombination von Aus- und Neubauten lässt sich die Produktion steigern. Wenn wir in der Schweiz alle geplanten Projekte in der nächsten Zeit realisieren können, also alle Neubau- und Ausbauprojekte, dann kann man vielleicht das Potenzial oder die Produktion um 3 bis 4 Terawattstunden erhöhen. Und das bis 2050. Doch was technisch machbar ist, wird oft durch Vorschriften aus dem Natur- und Landschaftsschutz eingeschränkt. Ein Beispiel dafür ist das revidierte Gewässerschutzgesetz. Die Vorschriften stellen sicher, dass trotz Wasserkraftnutzung ein Leben für Tiere und Pflanzen möglich bleibt. Man hat berechnet, dass die Restwasserbestimmungen, wenn sie nach Ablauf der Kraftwerkkonzessionen zur Anwendung kommen, die Stromproduktion um 2 Terawattstunden pro Jahr verringern. Und das, wenn die Bestimmungen maßvoll angewendet werden. Wenn sie zugunsten des Umweltschutzes ausgelegt werden, verliert man bis zu 3 Terawattstunden pro Jahr. Dann verliert man selbst bis zu 3
Terawattstunden pro Jahr. Ein Ausbau der Wasserkraft brächte so also nur noch 1 bis 2 Terawattstunden zusätzlich Strom pro Jahr. Weiterer Unsicherheitsfaktor, der Klimawandel. Es ist so, wenn Gletscher abschmelzen, dann fließt im Sommer weniger Wasser in die Stauseen. Dafür speichern wir etwas mehr Wasser im Winter. Über das Jahr betrachtet werden durch die Klimaerwärmung 1 bis 2 Terawattstunden verloren gehen. Wenn die Gletscher nicht mehr da sind, dann ist es ganz wichtig, dass man einen anderen Speicher hat. Und das sind neue Stauseen. Selbst mit allen Aus- und Neubauten kann die Schweiz die heutige Stromproduktion mit Wasserkraft bis 2050 nur gerade halten. Laut dem Wasserbauexperten der EPFL könnten im optimalen Fall 1 bis 2 Terawattstunden Strom hinzukommen. Das ist aber nur halb so viel, wie der Bund gerne möchte. Das Szenario des Beratungsbüros Prognos rechnet bis 2035 mit 4 Terawattstunden Wasserstrom. Die Stromlücke bleibt riesig. Energieexpertin Almut Kirchner bleibt optimistisch, macht aber auch auf die Hürden aufmerksam. Die Kleinwasserkraft wird ihren Beitrag leisten müssen. Wir werden sehen, ungefähr so viel wie die Ertüchtigung der Großwasserkraft, 1,9 Terawattstunden. Aber das bedeutet Tausende von Anlagen, weil zum Teil die Anlagen nur im Bereich von 10 bis 100 Kilowatt Leistung liegen. Und das heißt, man muss wirklich jeden Bach auf sein Potenzial hin überprüfen. Groß sind die Erwartungen an die Sonne. Doch die Photovoltaik bringt wenig. Nur gerade 2,9 Terawattstunden pro Jahr werden es 2035 sein. Langfristig ist von der Sonne durchaus mehr zu erwarten. Wir haben eine ganze Menge an Dachflächen, die funktionieren könnten. Langfristig mit neuen Technologien kann man auch stärker über Fassaden nachdenken. Aber man muss sich da klar machen, da gibt es 2 energiewirtschaftliche Probleme zu lösen. Das eine ist ganz klar das Thema Kosten. Das andere ist eben das Thema Leistung und Arbeit. Das heißt, wir müssen gleichzeitig mit der Sonne im Grunde auch die Speicherkapazitäten und die Netzkapazitäten aufbauen, damit es funktioniert. Neben dem Sonnenstrom ist die Windkraft Sinnbild für alternative Energie. Wie sieht der Stellenwert der Windenergie im Prognos-Szenario aus? Jedes bisschen hilft. Im Prinzip ist von Wind nicht so viel zu erwarten wie von der Sonne, weil die Schweiz ist ein dicht besiedeltes Land. Und sie ist kein Windland, sie ist ein Binnenland. Das bedeutet, wir haben nur relativ wenige Standorte, die wirklich attraktiv sind vom Windpotenzial. Das sind im Wesentlichen die Jurahöhen und ein bisschen Alpenvorland, wo es nicht gerade Weltnaturerbe ist. Und bei denen geht es dann wieder um Abstandsfragen, es geht um Fragen des Naturschutzes und es geht um Fragen des Landschaftsschutzes. Bei der Windenergie liegen pro Jahr höchstens 1,4 Terawattstunden drin. Wasser, Sonne und Wind bringen zusammen 8,3 Terawattstunden. Noch klafft ein Loch von 31,1 Terawattstunden pro Jahr. 31,1 Terawattstunden pro Jahr fehlen also noch. Das entspricht 3/4 der Gesamtstrommenge. Aber wie will die Schweiz diese riesige Stromlücke füllen? Nun gibt es einen Zweig der Energieerzeugung, der kann in der Schweiz auf eine lange Tradition zurückblicken, und zwar die energetische Nutzung von Biomasse, also wie man aus pflanzlichen oder tierischen Stoffen Energie erzeugen kann. Vor 3,5 Jahren hatte der Schweizer Bundesrat nun die verstärkte Nutzung der Biomasse beschlossen. Und seitdem sind an den Schweizer Hochschulen spannende Projekte entstanden. Zum Beispiel am Paul-Scherrer-Institut in Villingen, dem wichtigsten Energieforschungsinstitut der Schweiz. Diese organischen Küchenabfälle werden nicht einfach weggeworfen oder kompostiert. Und diese Gülle landet nicht mehr auf dem Feld. Aus diesen Bioabfällen entsteht Biogas. In großen Behältern vergärt durch kleinste Mikroorganismen. Auch Frederik Vogel vom Paul-Scherrer-Institut in Villingen macht aus Gülle Biogas. Aber seine Methode ist sehr viel schneller und effizienter als die Vergärung. Denn die Versuchsanlage arbeitet mit Hitze und Druck. In diesem Behälter befindet sich die flüssige Gülle. Sie wird mit einer Hochdruckpumpe auf 300 Bar komprimiert und anschließend auf eine Temperatur von 350 bis 360 Grad erhitzt. Das extreme Verdichten und die hohe Temperatur führen zu einem physikalischen Phänomen. Bei Normaldruck würde die Gülle bereits bei 100 Grad verdampfen. Umso höher der Druck, desto länger bleibt die Gülle flüssig.
Wenn jetzt Druck und Temperatur weiter erhöht werden, dann entsteht aus der Gülle eine kritische Masse, die weder flüssig noch gasförmig ist. Genau damit experimentieren die Schweizer Forscher. In dieser überkritischen Flüssigkeit sind die Salze nicht mehr gelöst. Wir können sie über eine Leitung abschalten und als Konzentrat zurückgewinnen. Ein guter Dünger. Die salzlose Gülle wird anschließend in diesem Reaktor in ein Gas umgewandelt. Der Reaktor funktioniert wie der Abgaskatalysator eines Autos. Er ist gefüllt mit einem Katalysatorgranulat. Bei uns sieht es so aus. Es ist ein schwarzes Granulat, das die Gülle in ein Gas umwandelt. Es enthält Kohlendioxid, Methan und etwas Wasserstoff. Vorteil dieser Technik: Die Gülle wird vollständig und wesentlich schneller zu Biogas verarbeitet. Man erreicht so einen Wirkungsgrad von 60-70%. Holz lässt sich nicht wie Gülle zu Biogas vergären. Deshalb wird und wurde es bisher verbrannt und als Heizwärme genutzt. Hier in dieser Zürcher Schreinerei wird jetzt ein neues Verfahren getestet. Abfallholzschnitzel werden vergast und das Gas wird anschließend für die Stromproduktion genutzt. Das Prinzip, die Holzschnitzel werden von oben in den Vergasungskessel eingeführt und bei etwa 100 Grad getrocknet. Denn für die Vergasung darf das Holz maximal 15% Feuchtigkeit enthalten. Bei 300 Grad beginnt das Holz brennbare Gase abzugeben, die nach unten abgesaugt werden. Die Hitzeproduktion für Trocknung und Vergasung wird mit einer dosierten Sauerstoffzugabe von oben geregelt. Ein Gasmotor mit Generator wandelt das Gas in Strom. Diese Vergasungstechnologie haben die Forscher des Paul-Scherrer-Instituts weiterentwickelt. Bei unserem Vergaser kommt die Luft von unten. Das hat mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist, man kann die Luft einfach mit dem Brennstoff mischen. Man kann also sehr große Anlagen bauen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Koks vollständig verbrannt wird. Der Apparat ist zudem sehr einfach. Wir können grobe und feine Partikel im gleichen Gerät vergasen. Für die Stromproduktion haben die Forscher eine moderne Brennstoffzelle gewählt. Wir haben uns für die Brennstoffzelle entschieden, weil sie einen höheren Wirkungsgrad hat. Brennstoffzellen verwandeln chemische Energieträger, hier Biogas, besonders effizient in Elektrizität. Für Serge Biola vom Paul-Scherrer-Institut ist der nächste Schritt eine Anlage, die industriell genutzt werden kann. Denn der Rohstoff Holz ist zu wertvoll, um nur verheizt zu werden. Die Stromproduktion aus Biomasse im großen Stil ist noch immer Zukunftsmusik. Auf 2,9 Terawattstunden wird das Potenzial geschätzt. Noch unklar ist die Zukunft der Geothermie. Darum schlägt sie mit nur einer Terawattstunde zu Buche. Auch wenn man alle erneuerbaren Energien zusammenzählt, sie schließen die Stromlücke bei weitem nicht. Almut Kirchner hat verschiedene Szenarien durchgerechnet. Auch wenn man von einem optimistischen Sparpotenzial durch neue Elektrogeräte von 14,3 Terawattstunden ausgeht, bleibt sie. Die Stromlücke von 13,8 Terawattstunden pro Jahr. Was also tun? Das eine sind dezentrale kleine fossile Kraftwerke, die auch die Wärme sehr stark nutzen. Die werden mit Gas oder auch mit Öl betrieben. Dort, wo es kein Gas gibt, können auch mit Biogas betrieben werden. Die andere Option sind die großen zentralen Gaskraftwerke, von denen würden wir so 2 bis 3 noch brauchen. Große Gaskombikraftwerke gibt es in der Schweiz noch nicht. Erfahrungen mit dieser Technologie sammelt der Stromkonzern Alpiq aber bereits im französischen Burgund. Denn beim Ausstieg aus der Atomenergie werden solche Anlagen die Stromproduktion übernehmen müssen, auch in der Schweiz. Die Meinungen über die CO2-Schleudern gehen weit auseinander. Konstantinos Boulukos vom Energieforschungszentrum der ETH Zürich befürwortet Gaskombi-Kraftwerke. Sie sind sehr flexibel. Das heißt, ich kann sie betreiben, dann, wenn ich den Strom brauche. Das heißt, am Abend um 7 Uhr, wenn wir alle vor dem Fernsehen sitzen oder wenn wir kochen oder den Computer bedienen oder um 12 Uhr mittags. Das können nicht alle Kraftwerke. Das ist also ein großer Vorteil. Anderer Meinung ist der Umweltökonom Rolf Wüstenhagen.
Trotz der Kombination von Gas- und Dampfturbine sei das Kraftwerk nicht effizient. 50% Wirkungsgrad heißt, dass die Hälfte des Erdgases, was ja auch eine nicht erneuerbare Ressource ist, dass die Hälfte davon ungenutzt als Abwärme verloren geht. Ob die Schweiz auf Gaskraftwerke setzt und wie das emittierte CO2 kompensiert werden muss, das entscheidet die Schweizer Politik noch in diesem Jahr. Die Stromlücke ist also keineswegs gestopft. Ja, am Mittwoch will nun also der Ständerat über den Atomausstieg abstimmen. In den Schweizer Medien heißt es dazu, dass man sich hier möglicherweise ein Hintertürchen offen lässt. Angeblich ist eine Zwischenlösung denkbar, wonach Atomkraftwerke der neuen Generation erlaubt bleiben sollen. Was wohl heißt, dass diese AKW sicherer sein und weniger Atommüll produzieren sollen? Ändert allerdings nichts daran, dass auch die neuen AKW den nachfolgenden Generationen reichlich Atommüll hinterlassen werden. Dass Regenwürmer, nachdem man sie durchgeführt